Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play hier bei Marvel's Guardians of the Galaxy. Ja, es geht direkt mal weiter mit der nächsten Zwischensequenz oder besser gesagt auch jetzt mit dem nächsten Kapitel, weil es folgt, wie ich gerade schon gesagt habe, eine weitere Zwischensequenz. Deswegen wünsche ich euch schon mal viel Spaß für die Folge und legen wir doch mal los mit der nächsten Storyline. Yep. Die alte Dame braucht ein Lifting. Gern, sobald wir auf der Station sind. Hey, von den Eimerköpfen kommt keiner in die Nähe von meinem... Wow, das ist mal ein kosmischer Verkehrsstau. So viele Schiffe für Xander habe ich seit Anfang des Galaktischen Kriegs nicht mehr gesehen. Groot, mach mal einen Kanal auf. Mal checken, was da los ist. Ich bin Groot. Müssten fliehen. Energievorrat aufgebraucht. Brauchen Zugang zu Einrichtungen. Die Schiffe kommen von konvertierten Welten. Das sind Flüchtlinge? Brauchen dringend Andockfreigabe. Bitte antworten, schnell. Groot, das ist genug. Ich sehe keine Rettungsshuttles rauskommen. Sie ignorieren sie. Nein, nein, nein. Nein, das Nova Corps ist zwar ein Haufen selbstgerechter Eimerköpfe, aber trotzdem sollten sie den Leuten helfen. Das ist ihr verflagter Job. Halt den Ball flach, Rocket. Wir rufen die Station und fragen nach dem World Mind. Groot? Willkommen im Hauptquartier des Nova Corps. Gib bitte deine bevorzugte Kommunikationssprache an. Ich bin Groot. Ich weiß, Kumpel, aber so können wir Startypsfehler alle gemeinsam verfolgen. Wie können wir dir helfen? Straftaten dem Korps beitreten? Offizielles Verzeichnis. Ein Jäger muss sich schnell entscheiden, Kleiner. Drax, was machst du denn da? Ich mach das, ich bin der Captain. Jemand zu Hause? Wähl endlich was aus. Wie wär's? War das nötig? Ja, ich nehm hier. Dem Korps beitreten. Ja, ich nehme das in der Mitte. Deine Entscheidung, dem Korps beizutreten. Gib zunächst deinen vollen Namen, deine Bezeichnung oder Seriennummer an. Richard Ryder. Star-Lord. Quills Mom. Diese Strategie ist fruchtlos. Richard Ryder, Star-Lord? Oh komm, nimm mir Star-Lord. Gib bitte den Himmelskörper oder die künstliche Anlage an, von der du stammst. Irgendwo. Erde. Ich habe weiterhin Zweifel an der Strategie. Sei still. Ja, vielleicht funktioniert nicht das nicht. Galactus. Das ist rasend komisch. Nope. Hier ist nirgendwo Erde. Ich nehme Xander einfach. Beschreibe abschließend in wenigen Worten, warum du dem Nova Corps beitreten möchtest. Weil ich will für Gerechtigkeit sorgen. Anscheinend kann die beste KI der Welt das nicht verarbeiten. Gut gemacht, nicht Jungs. Anfassen. Hände weg. Okay, das hat Spaß gemacht, aber komplette Zeitverschwendung. Irgendwelche anderen. Oh Mann, ey. Vielleicht Straftaten. Ja, ich nehme hier Straftaten. Melden, was Raker vorhat. Meinst du, das verflagte World Mind heißt das noch nicht? Vielleicht nicht alles. Wir wissen von der aktuellen Bedrohung, können aber keine Ressourcen darauf verwenden, sie zu bekämpfen. Okay, das hätte auch nichts geklappt. Das letzte vielleicht? Nach dem Scan deines Schiffs haben unsere fast perfekten Algorithmen mehrere potenzielle Offiziere vorsortiert. Nova erstellt ein Profil von uns? Centurion Corells persönlicher Kommunikator wurde zerstört oder deaktiviert und konnte nicht erreicht werden. Nur damit es gesagt ist, es tut mir leid, Quill. Mir auch. Ja, was soll ich denn sonst nehmen? Es funktioniert hier nichts. Wie wär's mit künftigen Verbrechen? Gute Idee. Danke, dass du proaktiv bist. Aber der kommende Untergang der Galaxie macht alle künftigen Verbrechen irrelevant. Irgendwie habe ich so das Gefühl, es funktioniert hier gar nichts. Ich bin Groot. Groot will, dass du World Mind auswählst. Okay. Die Zuweisung von Ressourcen zur direkten Kommunikation mit uns wurde verweigert. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten. Naja, ein Versuch war's wert. Versuchen wir was anderes. Scroll wieder hoch. Ich glaube, ich habe was Interessantes gesehen. Steht da Nova Prime? Irgendein Idee welcher? Wen interessiert das?
Hier, Nova Prime. Die Identität von Nova Prime ist vertraulich. Und jede Kommunikation ist bis auf Weiteres untersagt. Es sagt nicht welcher. Warum denn überhaupt auflisten? Quill, wenn du Kree wählst, beiß ich dir die Ohren ab. Besser als Kree. Nicht viel besser, aber besser. Alter, was soll ich denn sonst noch hier nehmen? Straftaten... vergangene Verbrechen. Was soll das heißen, der vergangene Verbrechen-Button sieht einsam aus. Wir sollten Ihnen von dem Versprechen berichten. Klar, weil die ganzen anderen Schiffe ja doch nicht den gesamten Funkverkehr damit blockieren. Danke für den Versuch, ein aufrechter Bürger zu sein. Da gerade alle Gefängnisse evakuiert werden, kannst du dich überall selbst inhaftieren. Wer macht das nur freiwillig? Ihre Aufmerksamkeit erregen? Nein, ich bin gut. Haben wir doch gerade gemacht. Strafe bezahlen? Verbindung zum Bankdienst wird hergestellt. Das hat geklappt. Es klappt, ich fasse es nicht. Gärtner der Galaxie. Was habt ihr vorzubringen? Hey, Worldmind, lange nicht gesehen. Ich bin's. Peter Quill, Star-Lord. Und es heißt Wächter der Galaxie. Da ist noch ein Nachtrag. Wir brauchen eure Hilfe. Bei eurer Strafe? Nein, nein, natürlich nicht. Bei der Rettung der Galaxie... Die Galaxie ist nicht mehr zu retten, Peter Quill. Was? Ein als das Versprechen bekannter Massenmörder erobert die Sternsysteme und konvertiert jeden bei Kontakt. In weniger als 3 Zyklen hat er sich ausgebreitet von der Besatzung einer einzelnen Fregatte auf mehrere Außenposten, Welten und Systeme. Praxius 9, Regel 3. 75,222% der Andromeda-Galaxie. Alles verloren. Contraxia erwähnt sie natürlich mit keinem Wort. Plural, erwähnen. Das Wort meint ist ein kollektives Bewusstsein. Hör zu. Wir wissen, wer hinter diesem Versprechen steckt. Wir haben das live erleben dürfen. Wir wollen euch informieren, damit ihr das beenden könnt. Waren wir nicht deutlich genug? Die universelle Kirche der Wahrheit ist nicht mehr aufzuhalten. Ich sag doch, sie sind ein Kollektiv. Es ist eine Maschine. Ja, und das sind Teile von mir auch. Aber wehe, du bezeichnest mich als S. Kann sie aufhalten? Vielleicht nicht unbedingt wir, aber ihr seid ein Kriegsheld. Ihr habt vor 12 Jahren die Chitauri besiegt. Das waren der Widerstand und seine Verbündeten, die Chitauri besiegt haben, nicht wir allein. Und zuvor zerstörten die Chitauri unsere Heimat und dezimierten unsere Bevölkerung. Ich bin Groot. Ja, mir gefällt das auch nicht. Wir hätten fliehen sollen, solange wir noch konnten. Wir haben 12.472.865 Kampfszenarien durchgerechnet. Die aktuelle Wahrscheinlichkeit eines Sieges über die universelle Kirche der Wahrheit beträgt 0,3%. Das ist eine hohe Zahl. Ist das schlecht? Es klingt irgendwie schlecht. Ist es. Nun, entschuldigt uns bitte. Die universelle Kirche der Wahrheit nähert sich gerade diesem Raumsektor. Wir müssen unbedingt von hier fort sein, bevor sie eintrifft. Ihr lauft einfach davon? Was ist mit den Flüchtlingen? Lasst ihr sie einfach schutzlos zurück? Unsere Primärdirektive ist die Bewahrung der Kultur von Xandar. Alles andere ist sekundär. Habt ihr mal gesehen, wie euer Planet aussieht? Die Kultur von Xandar ist im Eimer. Kultur ist mehr als nur ein Ort. Euch untersteht das Nova Corps. Es ist eure Pflicht, die Galaxie zu schützen. Das ist nicht korrekt. Wie? Die Eimerköpfe gehören nicht zu euch? Es ist nicht unsere Pflicht, diese Galaxie zu beschützen. Wir überwachen sie nur, um frühzeitig von Bedrohungen zu erfahren. Oh, ihr schützt also nur euch selbst. Ein logischer Nebeneffekt unserer Primärdirektive. Ihr habt in der ganzen Galaxie Offiziere, die ihr Leben für euch geben. Und ihr seid zu feige, ihnen beizustehen? Das Risiko ist zu groß. Es wäre ein sinnloses Opfer. Aus unbekannten Gründen hortet die Kirche Unmengen an Ressourcen. Ihr Einfluss schränkt all unsere Wahrscheinlichkeitsmodelle. Dann passt eure Modelle an. Bei der nicht zu begreifenden Energiequelle des Feindes ist das schlicht nicht möglich. Ihr meint die Glaubensenergie. Glaube als Energiequelle ist unlogisch. Wir können keine Szenarien im Hinblick auf etwas berechnen, das nicht existieren dürfte. Also lasst ihr die Kirche einfach gewinnen? Ohne Quantifizierung der Energiequelle ist ein Bekämpfen nicht möglich. Die meisten Lebewesen haben nicht den Luxus, die Chancen zu berechnen, bevor sie in den Kampf ziehen. Doch nur Angst.
Ihr kriegt ein Berechnungsproblem nicht gebacken und schon haut ihr ab. Angst ist eine emotionale Reaktion. Fragwürdig. Wir empfinden keine Emotionen, daher können wir keine Angst haben. Wieso lauft ihr dann davon? Unsere Primärdirektive ist die Bewahrung. Ja, ja, bla bla bla. Seid ihr eine Superintelligenz der Klasse G oder eine Endlosschleife? Wir verstehen, dass euch unsere Entscheidung zu gehen missfällt. Aber euer emotionaler Zustand ist nicht unsere primäre Sorge. Wir haben uns erst nach Erwägung aller verfügbaren Optionen dazu entschieden. Eine Komplettsuche in unseren gesamten Datenbanken ergab, dass nur ein einziges Wesen sie potenziell aufhalten kann. Was für eins? Nicht was. Wer? Adam Warlock. Der ursprüngliche goldene Gott der Kirche. Unglücklicherweise kam er im letzten Jahr des galaktischen Krieges ums Leben. Super, also kann es niemand. Es freut uns, dass ihr zur selben Schlussfolgerung gekommen seid wie wir. Aber nun sind unsere Reisevorbereitungen beinahe abgeschlossen. Lebt wohl, Wächter der Galaxie. Nein, wartet! Typisch Nova Corps. Hat uns damals nicht geholfen, hilft uns jetzt nicht. Ich bin Groot. Was? Machst du Witze? Groot sagt, der Infodienst verlangt immer noch das Strafgeld. Hm, 7000 Units. Wir haben nicht mal 7000 Units. Abbrechen. Ach, egal. Wenn das Nova Corps nicht helfen will, zahlen wir auch die Strafe nicht. Bezahlung, abbrechen. Ich wusste es. Du hast Lady Hellbein das Geld in Nowhere ausgegeben. Hast du mich gesehen? Du warst da? Ich hab auf euch aufgepasst. Toll. Der ganze Weg nach Seknarf und zurück und wir haben nichts. Es tut mir leid, okay? Peter, da tut sich was. Ich bin gut. Sie starten gerade. Quill? Quill? Ich seh's doch! Oh. Oh, Sohn eines Schmack! Sie nehmen das Versprechen an. Wir müssen springen, Quill! Ich weiß! Das Versprechen der Matriarchin wird wahr! Peter? Ich muss erst hier raus! Komm schon, komm schon! Und los! Oh Mist! Wow! Was zum Flak hast du gemacht? Keine Ahnung. Warum haben wir angehalten? Die Loser Legion muss beim Angriff was getroffen haben. Ich bin gut. Leute, es ist nur eine Frage der Zeit, bis die Galaxie das Versprechen annimmt. Da hinten ist die Sacrosanct. Wir können nicht einfach hier bleiben. Leute! Und wie stellst du dir das vor, Flak? Wir haben keine Chance. Wenn Leute, das Versprechen beruht auf Freiwilligkeit. Na klar, ohne Triebwerke sind wir sowieso geliefert. Leute! Es reicht! Hört endlich auf! Bei dem Krach kann ich nicht denken. Rocket, reparier die Triebwerke. Und wie soll ich das bitte schön machen? Ich kann nicht meine Fehlerdiagnose... Mir egal! Mach's einfach irgendwie! Spott! Und was sollen wir machen? Was weiß ich, okay? Ich kann nicht in einer Tour Antworten aus dem Ärmel schütteln. Gut. Lass es. Ich pack das gerade nicht. Ich brauche eine Pause.
Vergiss das, Nova Corps. Es war ein Fehler, überhaupt auf sie zu zählen. Tja, wow. Da war Peter gerade so richtig aggressiv. Seht mal, unser großer Anführer. Halt einfach die Fresse, Gamora. Halt einfach die Fresse. Wir können duschen? Wow. Wow, okay, das sehe ich gerade wirklich zum ersten Mal. Boah, ich muss stinken wie eine Sau. Aber natürlich wird das eine zensiert. Ist auch natürlich logisch. Das Spiel ist ja ab 12. Sorry, Ladies, aber das andere muss leider zensiert werden. Aber irgendwie geil, dass wir das machen können. Cooles Detail. So, frisch geduscht. Was ist mit meiner Zahnbürste? Na! Oh. Was mache ich hier? Die hat jeder auf diesem Schiff benutzt. Heute nicht, ihr Hirnparasiten. Schön und sauber. Ich wollte schon sagen, du putzt jetzt ernsthaft nicht mit deiner Zahnbürste, wo jeder deine Zahnbürste benutzt. Ach, ich will einfach nur meine... Ach so, das ist auch nicht mein Zimmer. Hey Groot, hast du je die Packung Riemenklemmen gefunden, die ich unter deinem Farn verloren hab? Ich bin Groot. Ich weiß nicht, sah halt aus wie ein Farn. Gamora. Hey. Ist das Corells Auszeichnung aus dem Galaktischen Krieg? Ja, ich habe sie aus ihrem Büro gerettet. Ich wollte sie ihr zurückgeben, bis... Niemand konnte vorhersehen, dass Corell tot ist. Oder dass Nikki die Matriarchin ist. Oder dass sie vielleicht mein Kind ist. Das auch. Sie wird Fragen haben und ich weiß nicht mal, wo ich anfangen soll. Wie bist du mit Mom zusammengekommen? Warum warst du nicht da? Wolltest du mich überhaupt? Ach, ich bin schon wie mein Dad. Willst du mit mir üben, ihre Fragen zu beantworten? Ich habe Nikki schon einen Teil der Geschichte erzählt. Aber nicht alles. Was hätte ich sagen sollen? Hey Kleine, ich war mit deiner Mom zusammen und bin vielleicht dein Dad? Das eher nicht. Ich meine, wir hatten Krieg. Ich habe mit den Ravagers Versorgungsketten der Chitauri angegriffen. Piraten, du weißt schon. Niemand von uns hatte außer Überleben langfristige Pläne. Vor allem keine Kinder. Ich habe Corell nur getroffen, weil die Chitauri zur Erde wollten. Merkur, ja, ich erinnere mich. Richard Ryder hatte einen Außenposten auf der Planetenoberfläche eingerichtet. Einen unterbesetzten, schlecht bewaffneten und hoffnungslos unterlegenen Außenposten, der gegen die Chitauri nicht die geringste Chance hatte. Es war klar, dass ich was unternehmen musste. Das würde Nikki verstehen, denke ich. Es war so knapp, Gamora. Als ich Yondu zur Hilfe überredet hatte, war der Außenposten schon gefallen. Wir dachten, wir kämen zu spät. Und als dann Corell und ihr Trupp aus diesen Höhlen kamen, sie war so unfassbar... knallhart. Ihre Truppen waren völlig ausgelaugt, aber sie wollte den Merkur nicht kampflos aufgeben. Das klingt definitiv wie die Corell, die ich kenne. Ich wollte Yondu überreden zu bleiben und den Außenposten zurückzuerobern, aber er sah keinen Sinn darin zu sterben. Also blieb nur ich. Wir haben stundenlang Strategien entworfen, oft bis tief in die Nacht. Nach 3 Tagen stand der Plan für den Gegenangriff. Und er war immer noch riskant. Wir dachten, wir würden sterben. Seid ihr aber nicht. Nein, sind wir nicht. Und jetzt muss ich irgendwie meinem Kind, das mir fremd ist, beibringen, dass seine Mutter tot ist. Corell hat mir nie von Nikki erzählt. Sie hätte es vor 3 Jahren tun können, hat sie aber nicht. Was ist passiert? Du musst versprechen, mich nicht zu sehr zu verurteilen. Das kann ich nicht versprechen. Ich verurteile gern andere. Na gut. Corell hat mich möglicherweise mit einem entführten 12-jährigen Mädchen erwischt. Okay, dann verstehe ich, warum Corell Nikki nicht erwähnt hat. So war es nicht. Ich habe das Kind nicht entführt. Es war Yondu. Ich habe gesagt, es sei falsch und er müsse sie zurückgeben, aber er sah es anders. Also stahl ich die Milano und wollte sie zurückbringen. Und dann fing Corell mich zufällig ab. Mhm.
Nach dem Galaktischen Krieg gingen Corell und ich getrennte Wege. Ich kehrte zu den Ravagers zurück, sie trat dem Nova Corps bei. Es gab für uns keine gemeinsame Zukunft. Als sie mich mit dem Kind erwischte, als ich die Enttäuschung in ihren Augen sah, da wusste ich, ich musste ein neues Leben beginnen. Auch wenn ich dafür Yondu ausliefern musste. Deinetwegen steckt Yondu im Killen? Kein Wunder, dass auf deinen Erdnamen ein Kopfgeld ausgesetzt ist. Er war bestimmt angefressen. Yep. Aber ich würde es wieder tun. Was mich trifft, ist, dass Corell viele Gelegenheiten hatte, mir von Nikki zu erzählen. Sie hat es nie getan. Wenn ich's gewusst hätte, vielleicht... Wichtig ist, dass du es jetzt weißt. Ja. Ach, wie auch immer. Bis wir Nikki zurück haben, warten größere Aufgaben auf uns. Das hier kann warten. Stimmt. Aber wenn du bereit bist, darüber zu reden, sei einfach ehrlich zu ihr. Der Rest ergibt sich dann von selbst. Ja, du hast wahrscheinlich recht. Echt jetzt? Wie bist du... Oh, jetzt kriege ich bestimmt Flöhe. Na los, komm. Hopp, hopp. Was zum Flo... So bist du reingekommen? Ach, vergiss es. Und das Bett stinkt. Toll. Ja, das ist mein Leben wohl. Was? Was? Was soll das? Wieso bist du... Ich? Komm schon, der sprechende Waschbär wartet auf dich. Und die anderen auch. Rocket. Ja, ja, er hat dieses Ding repariert. Dieses kaputte. Hey, wenn wir jetzt so ein cooler Weltraumchecker sind, warum müssen wir dann vor den Bösen weglaufen? Das ist kompliziert. Nein, ist es nicht. Wir sind gelandet. Und hör auf, wegzulaufen. Moment mal. Ich habe meine Jacke wieder an. Das ist doch nur ein Traum. Das kann nicht echt sein. Weil ich habe auf einmal meine Jacke an. Wenn du bereit bist, Quill. Gib mir eine Minute. Das ist doch sicherlich ein Albtraum. Ist das zu fassen? Wie lang war ich weg? Lang genug, um uns den ganzen Weg zur Quarantänezone zu fliegen. Moment. Wie sind wir hergeflogen? Quill, willst du dein Schiff reparieren oder nicht? Mein Schiff! Ja, dein Schiff. Komm schon, die anderen sind draußen. Sind schon alle draußen? Ja, sie warten auf uns. Okay. Irgendetwas stimmt doch hier ganz also, und gar nicht. So, gehen wir. Seht mal, wer da gerade aufgestanden ist. Der Nager hat entschieden, als du geschlafen hast. Ja, ja, ich weiß. Du hast ja lang gebraucht. Was? Nikki? Hey, du solltest nicht hier sein. Du hast versprochen, mich hier rauszuholen. Ich weiß, aber... Nikki! Leute, sie darf euch nicht erreichen! Das musst du mir nicht zweimal sagen!
Oh Gott, was ist denn hier jetzt wieder los? Groot! Nein, Rocket! Nein, mein Lieblingstier! Person! Keine Ahnung, Lieblingswaschbär halt. Gamora! Oh Gott, was zum Namen? Ihr könnt der Bestie nicht entrinnen, Peter Quill! Oh, renn! Renn, Drax! Ehre meinen Tod! Drax! Oh fuck, was geschieht denn hier jetzt nun? Nein, das ist alles falsch! Das ist nicht echt, wach auf, Peter! Es ist meine Schuld, oder? Das alles! Wir sollten ein Held sein. Wir müssen uns unseren Ängsten stellen, Verantwortung übernehmen. Leute, es tut mir leid! Ich weiß nicht, was ich tun soll! Doch, das weißt du, es! Lass mich in Ruhe! Warum verfolgst du mich? Was machst du da? Helden laufen nicht weg. Nichts von all dem ergibt einen Sinn! Nein, das ist alles falsch! Lass mich in Ruhe! Warum verfolgst du mich? Leute, es tut mir leid! Ich weiß nicht, was ich tun soll! Nimm das, du hässliches Monsterding! Peter Quill! Peter Quill! Peter Quill! Peter Quill, wach auf! Drax. Wir haben es besprochen, Mann. Du musst das lassen. Dein uneheliches Kind hatte recht. Meine Familie wird wiederhergestellt. Ja, okay. Wir müssen nur Vertrauen haben. Drax, du machst mich echt nervös, Mann. Du sollst die frohe Botschaft auch hören, Peter Quill. Auch du hast deine Familie verloren. Deine Mutter. Die Kree-Frau. Du weißt, wie viel Schmerz Verlust bereitet. Drax. Doch der Glaube und das Versprechen der Matriarchin können unsere Familien wieder vereinen. Drax. Also ich... Du hast ihr Versprechen doch angenommen, oder, Peter Quill? Klar. Habe ich es angenommen. Ich freue mich wie ein kleines Kind, meine Mom wiederzusehen. Ebenso wie deine Tochter. Ja, ja, genau. Stimmt, stimmt, meine Tochter. Ich wusste, du siehst die Wahrheit ihres Lichtes, Peter Quill. Ja klar, Wahrheit und Licht. Tod, nicht tot, meine Tochter. Das ist toll, finde ich super. Das macht mich froh. Allerdings... bin ich unsicher bei den anderen. Der Holzmann lässt sich womöglich bekehren, aber ich fürchte die Attentäterin und der Nager nicht. Das macht sie zu einer Bedrohung für unsere Sache. Ich muss sie beseitigen. Warte! Wieso? Sie sind unsere Familie. Sie verdienen eine Chance. Das ist alles ein bisschen viel für sie. Glaubst du wirklich, sie nehmen das Versprechen an? Ich weiß es. Nimm Gamora. Ihr Vater war Thanos. Sie muss noch einiges verarbeiten, bevor sie das annehmen kann. Und Rocket! Wo fange ich da an? Er ist quasi ein wandelndes Laborexperiment. Und was Nikki, die Matriarchin, da gerade anbietet, das ist quasi völliges Neuland für ihn. Und der Holzmann? Du hast doch selbst gesagt, der wird dabei sein. Wir reden von Groot, Mann. Er ist unser Fels. Na gut, Peter Quill. Tja, gut, das ist toll. Ich sag's gleich den anderen. Ah, das ist nicht notwendig. Wir müssen die Matriarchin herbringen. Das gibt ihnen Zeit, über ihr Versprechen nachzudenken. Ja, genau. Genau, denn sie ist eine Million Lichtjahre entfernt und es wird eine Weile dauern. Wir sind schon bei ihr gelandet. Was? Wieso? Wieso das denn? Wenn du ihr Versprechen wirklich angenommen hättest, dann wüsstest du es. Vielleicht ist es besser, du wartest erst einmal hier. Dann kannst du über deinen Glauben nachdenken. Warte! Drax! Wir können doch darüber reden!
Na toll. Okay, Leute. Grusel, Grusel, Grusel. Krass, also Drax ist wirklich irgendwie verflucht und das sieht ganz und gar nicht gut aus. Naja, Leute, aber die Folge ist nun leider mal wieder mal vorbei. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch gerne ein Like da oder schreibt doch wenigstens was Nettes in den Kommentaren, denn das würde mich natürlich positiv freuen. Und wie es weitergeht, das sehen wir erst in der nächsten Folge hier bei Marvel's Guardians of the Galaxy. Mach's gut, bis bald und haut rein. Tschüss.